Gut, dann schauen wir mal. Dings habe ich alles drauf. Oh, scheiße, ist mein Kisch. Mein Inka läuft. Inka läuft. Ritt Inka. Das ist. Achso, den. Den einen Caster nehmen wir da gar nicht mit, okay. Nein. Welche Meter? Das ist ein Running Gag. Wer schnappt sich da den Dingenskirchen? Den. Den drop, den Hammer? Niemand? Nach dem Punkt. Oh, mach was. Mein ja, die Eier auf dem Monk darfst du nicht mal Red Leader sagen. Oh Gott, das hättest du mir sagen müssen. Scheiße. Also jetzt dann heftiger deine Tasten gedrückt? Ja, nein, ich spiele meine Rote an, wenn ich PI habe. Also den Caster nehmen wir jetzt mit, ne? Hier. Ne, den Caster nehmen wir nicht mit. Die wollte jetzt machen. Hat den Hammer wer geholt? Ich hab ihn. Nee. Oh Gott. Ich hab ihn. Ja. So, hier spielen wir den Crafter nicht. Den Crafter leben lassen. Ja, den mit dem Crafter machen wir den Minibus. Okay, jetzt muss ich bloß gucken, wann die Kleinen jetzt hier reinlaufen. Die kommen jetzt gleich. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Jetzt kommen sie. Okay, kommen die ganz ran? Kann ich die jetzt pullen so? Ohne dass die... Ja, okay. Der Große kommt nie mit. Nee. Du kannst die Großen auch immer einzeln pullen. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant, so bin ich noch nie rumgelaufen. Ey, was macht der Crafter dann genau auf dem Boss, dass wir den da mit reinziehen wollen? Ja, wir haben so ein Frontal-Dinges rein. Achso, einfach diesen, ja. Diesen Pfeil. Okay, Tank, verstehe. First Kick, Tank. Achso, ja. Ich mache nix. Tank, Nick. Ich hab noch 2 Sekunden, aber ja, das geht aus. Das geht auch. Sag mir einfach, wenn ihr nicht könnt, dann springe ich ein. Nö, ich mach den. Ich mach den nächsten wieder. Tank. Ja, kommt. Gut gekämpft. Nehmt nun seine Macht an euch. Okay, dann außenrum. Ja gut, dann nehme ich mir den Speer, ne? Jo. Wollt ihr dann den Boss oben auf diesen Absatz draufpullen oder wollt ihr dann irgendwo unten besser spielen? Man kann den Absatz halt entlang gehen und dann zurückpullen. Ja, genau, dann laufe ich hoch, die große Gruppe. Und was wollten wir dazu? Die 2 Zweier kleinen Packs, ne? Das orientieren wir die mal. Wie gesagt, du musst die jetzt nicht. No, da immer rein. Halt, wenn es gut und günstig stehen, Puls, wenn nicht, nicht. Holt jetzt die Orbs, oder schon? Ja. Okay. So, dann aufmounten, hochreiten und pullen. Ja, ich bin schon in der Reisegestalt. Okay, ist gut, direkt einer in mich reingeflogen. Und genau, du killst alle Mobs, wenn zwischen Boss und dir der Dingens steht. Die anderen sind die Mobs. Hast du schon geused, oder? Ja, ich hab den Speer reingehauen. Genau, da, wenn du einen Speer reinhaust, immer darauf achten, dass du irgendwas zwischen dem Boss und dir stehen hast.
Achso, ich dachte, der Speer macht nur Singletank. Cleaved der? Nee, der killt alles, was auf dem Weg ist. Ah, okay, das wusste ich nicht. Gut zu wissen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch beim nächsten Boss, beim zweiten, da steht ja der Miniboss davor. Kannst du den Miniboss auf 50% bringen oder so und dann den Boss pullen. Dann halt, dann muss der Miniboss zwischen Boss und dir sein und dann. Das Speer ist gut und zu Pfeile. Wissen. Panne? Warte mal, ich mach mal. Den Risky Shit. Das müsste gehen. Bisschen reinkonvoken. Oh ja, easy. Du Healer halt. Hast ja, die Alexaria, ne? Sonst kann ich meine Convoke gar nicht sinnig ziehen. Dann dachte ich mir, gut, das wird schon funktionieren. Convoken zum Damage ist immer besser als alles andere. Begrüße ich. Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte ist bloß halt, ich muss es halt fast, also gegen Singletage in eine Eule ziehen, da macht es halt so viel mehr Schaden. Das geht dann halt immer bei Bossen. Bloß hier hätte ich es jetzt schlecht zu Pull ziehen können, wenn da die ganzen die kleinen sind. Spielen. Ich ja, kann die einmal nicht knocken. Nichts dann. Ah. Das kommen uns dann. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen aus der Ecke raus. Ah, wir haben einen Ring auch noch. Okay, perfekt. Gleich rüber. Das ist wieder ideal, dass ich mir die Gruppenkonstellation nicht am Anfang angeguckt habe. Kannst du dann? Jetzt? Ich zieh mal ein bisschen weiter. Oh no! Die müssen wir eventuell gar nicht mehr spielen, oder? Ich kann sie nochmal knocken. Nein. Ich habe in 10 einen Ring. Warte, ich knock gleich schon mal den einen weg hier. Okay, passt. So, jetzt muss ich mir mal noch angucken. Achso, dann wollt ihr die drei zusammenpullen. Gut, das sind die Kleinen und das Zeugel. Also ich kann... Ach, ja, mein Kleiner ist noch nicht despawned. Ich kann die Ops holen. Okay. So, während der hämmert, könnt ihr den Pull schon preparen. Ja, gut, ich habe jetzt Inka noch kurz Cooldown, aber das wird schon funktionieren. So, hämmert. Ops, komm an. Also, ja. Zeig weiter pullen damit, ja. Vom Skip nur nicht die Opfer vergessen. Ja, stimmt, die muss ich noch mitnehmen. Die liegt da hinten, okay. Aua. Ja, ist das, wenn es passiert, ne? Makro hat gebuggt, hat mich aus der Wehrengestalt rausgeschmissen. Ein bisschen gefährlich. So, ich hole den Speer dann. Ich hab noch nichts, ne? Also ich hab nur den Hammer bisher. Ich nehme dann Hammer und Speer. Hier oder was? Dann nehme ich den nächsten Speer. Mir ist es egal. Sag jetzt. Nehm den nächsten Speer. Ich nehm den. Also irgendwer muss den halt nehmen, ja. Ich habe. Also ich habe halt die Orb, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur was nehmen würde, dann kann ich, dann kriegt das halt immer das Letzte, ne? So, jetzt haben wir beide gekickt. Ich hab noch. Okay. Also dann spielen wir erst den Frosttypen und dann links die Gruppe, ne? Ich würde links die Gruppe zuerst spielen, damit wir Platz haben für den Frosttypen. Wir haben den geaddet. Da ging irgend so ein Schuss rüber. Das ist jetzt suboptimal. Ist suboptimal, ja. Au. Oh, das war der Krieg. Lauf, kleines Mädchen. Ah, spielen wir den Mittel, lassen wir ein bisschen mehr stehen. Alles gut. Ja. Wobei, wir können gar nichts mehr stehen lassen auf dem Weg. Oh ja, wir können das... Wie geht's hier aus? Ist das Dreierpack, ne? Genau, das Dreierpack in der Mitte können wir auslassen. Dann ja, ich hab noch gewartet, bis das aus ist. Lauf.
Ich muss rausblinken, passt da ein bisschen auf wegen dem Cleave-Typen. Okay, ich drehe ihn ein bisschen in die Wand rein. Kann der bitte mal sein Schild anmachen oder so? Schild ist... Lauf, kleines Mädchen. Ja, so, beim Big Bull des Dreiecks in der Mitte nicht dann. Okay, geht uns das dann von den Prozenten aus? Ja, ich okay, also dann gehen wir nur am Rand quasi entlang. Richtig. Okay. Genau. Ja. Also wir spielen dann das zwei Doppelcaster-Pack, das kleine Ad-Pack und das zwei Caster-Pack hinten. Das sind gerade Caster. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass das Caster sind, aber okay, wenn ja. Ich... Das sind Bonecarver, das sind keine Caster. Yeah, Bonecarver, Caster. Die so, schauen so wie Caster aus zumindest. Also Carsten, Carsten irgendwas. Halt stehen. Nee, Carsten nicht, die laufen ja, raus. Die haben so ein Castbar-Dingens. Ah ja, du hast auch ein Castbar-Dingens. Stimmt, cheap. Ach, wie sie AE-Padden, das ist nicht zum Aushalten. Ich habe extra meine Inker nicht gezogen, ne? Weil ich mir dachte, komm, ziehen wir dann bei dem Big Pull. So, zuerst den Frostboy, dann lasse ich hämmern. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Lunds. Kann ich hier theoretisch Cooldown zu den reinfahren, ne? Kannst. Im nächsten Pull haben wir eh Orb und. Deswegen. Vorhin, wo ich hier im 19er war, sind bei dem Typen einfach zwei Leute gestorben, wo ich mir auch dachte, wie geht das? Ich kann das auch. Zeig mal. Soll ich? Ja. Na, wir haben schon einen Toten. Ja. Mir im Stream wetten sie mal mit, wie viel oder wie viele Leute, wie viel Tote man am Ende hat. Ob es dann zweistellig ist oder nicht. Beim Key oder im Raid-Abend? Ja, beim Key im Raid-Abend, da ist... Okay, das ist jetzt... Aber ich habe oft mit Random-Gruppen zweistellige Tode und trotzdem wird es meist nur in-time. Das ist eigentlich sehr interessant. Zweistellig overall oder einer? Also... Teilweise ist es leider beides. Okay. So overall geht er gerade noch, aber... Ja, aber also oft hast du dann, dass irgendwie einer das nicht so ganz hinkriegt. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das hinkrieg. Ja, ist aber nur straight durch. Ich kick den Link. Den musst du nicht kicken. Du musst nur einen kicken. Ja, dann kick halt du den anderen. Guck, die kommen rangelaufen. Und den Orb zieh nicht. Was, haben wir was vergessen? Nee. Nein. Ach, ich hab die Orb nicht. Ja, jetzt, sorry. Ja gut, die hätte ich vielleicht so, jetzt gib den mal Speer hoch. Mit? Ich hab ja. Ah ne, okay, du hast schon. Ah, okay. Es gibt nicht. Achso, ich wollte die Skip... Oh, fuck. Ja, wurscht. Ich komm. Die Skip... Warum? Ja, ihr habt warum recht, auf dem Bild war der Skip mit drauf, irgendwie war ich jetzt Brain AFK. Ja, wir hätten das aber einfach mitspielen können, weil wir noch den Buff haben. Ne? Ja, das war irgendwie auch mein Gedanke, ich hab den Buff rein, schnell ins nächste Pack, aber das war dumm ja, eigentlich. Ja, kein halt Overcappen. Fast schon. Ich meine, die sind die Woche ja nicht schwer, diese Boys hier. Die sind nächste nee, Woche das geht echt. Ja, jetzt habe ich aber die Ausrede, warum ich nachher keinen Pot ziehen kann, warum man Damage low ist. Also willst du das dann mit dem Speer hier veranstalten und da reinbolzen? Ja, wenn die Skelette halt da sind. Die müssen halt relativ gut geknubbelt stehen. Also dein Speer jetzt, oder was? Ja, kann ich machen. Passt. Ich mache ihn 3er. Ich muss mal doch konvoken hier, um mich wieder hoch zu heilen.
bleib stehen, weil wir müssen uns nicht bewegen. Muss zwei Leute reichen. Können wir draußen stehen bleiben, dann musst du nicht laufen. Ich dachte, ihr haut jetzt den Speer durch den Boy und durch den Boss durch. Nee, machen wir gleich die Skelette mit weg. Ach so, okay, ja, alles klar. Also dann versuchen wir die alle zusammenzuziehen. Das wird, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich nehme noch die Kugeln mit. Gut, auf geht's. Zwecklos. Meine Diener sind zahllos. Leider noch keine Inker für die Ätz gleich. Gefallenen dienen mir wieder. Das ist zu weit entfernt. Ich kann diesen Leute nicht mehr auf. Uff. Eins habe ich erwischt. Sehr gut. Naja, gut, besser als nichts, ne? Ja, ich habe mich versucht extra noch umzudrehen und dann waren wir halt auf der anderen Seite. Wollt ihr dann oben gleich einen Big Pull machen? Dann save ich meine Inka. Wie für dich am besten land mit DCD? Ich bin immer für Big Pull. Ja, jetzt habe ich leider die Dings von oben nicht offen, was ihr da zusammenziehen wollt. Die Bots werden auch nicht beim Verschwinden. Lass nee, sie dann haben, dann kann ich da rein. Verfallt. Haben wir noch? Okay. Also, ich glaube, mit einem Ablies ist das hier kein Problem. Ist halt die Frage, wie viel wir oben zusammenziehen können, ne? Weil wir können ja nichts interrupten. Sollen wir vielleicht lieber kleine Brötchen backen? Was du als Tank überlebst, Pool, was nicht, das musst du abschätzen. Also ich überlebe, ich könnte genau, wahrscheinlich alles zusammenpullen, während die Inke überlebe ich das, aber ich habe in dem 19er drei Packs zusammengepullt, ich war 30 Sekunden gestanden, die Gruppe war nach 2 Sekunden tot, die jetzt einfach weggenutzt worden. Das ist das Problem. Während Inka läuft, ist für mich kein Stress, aber ich habe die Befürchtung, dass ihr halt wegkippt. Aber wenn wir die ganzen Inspirierenden drin haben... Machen wir vielleicht erst die Seiten, die kleinen weg und dann können wir groß... Ja, finde ich gut, hab keine CDs. Ja. Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. Ja, aber wir noch massiv Zeit. Sollte passen. Trash dürfen wir auch genug haben, die einen nur mitgenommen haben. Wir haben 3% zu viel, glaube ich. Ja, dann lass die kleinen Dinger hier machen. Dann ziehe ich jetzt hier Convoke für die. Wie die dahinter. Kommt mal hier rum, dass der mitkommt. Meine ganzen Cooldowns sind gone. Geil. Ah, der will nicht mitkommen. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Ich hoffe, der edit nicht. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Haben mich gerade ernsthaft die kleinen, dreckigen Hände getötet? Die springen dich an. Das haut richtig Schaden raus, ne? Ja, war auch quasi instant tot. Habt ihr CDs ready? Oder braucht ihr noch? Ich hab CDs. Ich hab jetzt 2 Minuten Cooldown. Dann Big Pull. Ist halt die Frage, sollen wir in die da hinten rein? Naja, gut, komm. Na, nicht ja, in dem komm, Big Pull. Links, ja, im linken. Ja, okay. Könnt ihr den einen interrupten? Akku, ja. Sind alle blau, bloß manche, die kleinen Ersatzteile, das interessiert die nicht. Haben wir den einen halt nicht mit drin. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Da, also
Also, bei mir vom Überleben wäre wesentlich mehr gegangen, ne? Aber, wie gesagt, die kannst du dann halt auch nicht mehr interrupten, dann ist ein bisschen ätzend. Dann lass erstmal die hier machen, die beiden. Rafter kannst du wieder stehen lassen. Achso, ja, okay. Kannst den ganzen Boss eigentlich stehen lassen, aber wir können safe spielen. Ich würde ihn lieber, ich habe das nachgeguckt, der Boss macht Melee-Schaden. 50% der latzt eh schon raus mit Boss-Buff. Ja, ja. Die Casts sind Melee-Hits, warum auch immer. Ja, das ist auch bei Jaina Mythic so gewesen. Und ich dachte den halben Progress, dass das Frostschaden ist, ne? Bis mich einer fragt, warum. Ja, dann pull ihm jetzt und machen wir den Boss nicht lieber. Aber wir sollten. Haben wir gerade einen Tick gehabt? Ein was? Einen was? Waking Kick. Tick. Ja. Ja. Weil wenn wir jetzt zusammengeschmissen werden und Quaking kommt, sind wir tot. Ich bin außer Reichweite. Na komm ran hier. Das ist diesen Boss. Schauen wir mal, wenn ich ein bisschen. Also sonderlich oft castet der Typ ja nicht, ne? Ah, jetzt hast du ihn genau durch. Du musst mich bewegen. Also wie ja, ich dachte, wir ziehen jetzt dahin, dass du nicht laufen musst, aber na gut. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Was haben wir denn noch? 14 Minuten. Ja, das sieht doch relativ gut aus. So, Moment, ich muss mal gucken, dass ich nebenbei das Ding, den Stream noch mit aufmachen kann, sonst sehe ich gar nicht, was der Text ist. Habe ich dieses riesen Bild offen gehabt, wisst ihr, deswegen gucke ich gleich so nebenbei, ob ich das noch hinkriege oder nach dem Key dann, Leute. Moment, dann machen wir das mal einen Ticken kleiner. So, okay, sorry, jetzt habe ich ein paar Nachrichten verpasst. Den Protest grüße ich. Dann hier den Klaus auch. Hey, mich caught. Na komm, ich stimme mich rein. Ja, du bist falsch gelaufen, du hättest wissen müssen, dass ich dich... Ach so, okay. Das habe ich vergessen, dass ich es wissen hätte müssen. Na komm. Nein! Also ich... Dieses Zaubersperren habe ich halt nie, außer bei Convoke, ne? Ich muss es immer abwarten, bevor ich Convoke. So dumm. Unfähige Ochsen! Metzelmaler! Pass auf, dass du die Körperteile beim Abreißen nicht beschädigst! Ich finde, die Innie ist wesentlich einfacher geworden. In der ersten Season war die deutlich ätzender. Vor allem die Bosse. Irgendwie finde ich, dass man auch im Vergleich zur ersten Season irgendwie wesentlich stärker gegenüber den Mobs ist, ne? Also von der gleichen Key-Stufe her. Die haben die Mobs ja auch regelrecht totgenervt. Und ich glaube jetzt sogar mit 9.1 wieder massive Nerfs an den Dungeons gemacht. Weil wir halt keine Prides mehr hatten. Das hat man am Anfang echt gemerkt. Ja gut, das stimmt, ja. Vor allem wenn du jetzt bei irgendeinem großen Boss dann kein Pride hattest, wo du sonst immer gezogen hast. Das stimmt schon.
Na, wo will der denn hin? Muss ich mal gucken, wäre gut, wenn das in-time wird. Dann hätte ich halt wieder eine Instanz weg, ne? Aber dann war es halt ein bisschen sinnlos, dass ich vorher hier einen 19er gelaufen habe. ich hätte den 20er gemacht, ne? Aber das weiß ich halt vorher nicht. Ich dachte, ich bügel den Score mal noch ein bisschen aus. Und ja, was ist eigentlich komplett für die Katz? Aber naja. Mal schauen. Ich versuche jetzt halt die Woche mal ein paar Keys zu machen. Auf 20, dass ich da mal so ein bisschen was weg hab. Dass ich vielleicht ein paar Wochen alle auf 20 in-time hab und dann hat sich das. Jetzt muss ich diese beiden neu zusammenflicken. Ich muss die Sache wohl selbst in die Hand nehmen. Ich kann es kaum erwarten damit. Sperrt ihr dann beim Boss? Jo. Okay, dann darf ich da am Anfang keinen Spott draufhauen. Wäre cool. Das ist so ein Reflex, ne? Du tauntest ja. Dann den Boss, der rankommt, dann hast du keinen Taunt für den Speer und dann ist halt RIP. Verstehe. Das ist, Okay. Ja, hab ihn. Das ist natürlich den einzigen Mili nimmt er. Wenn ich jetzt gegrippt hätte, hätte sie wieder geflucht. Ja, sicher hätte ich das. Aber eigentlich müsste ich ja noch sterben lassen, ne? Du bist nicht Erster im Deathmeter. Zumindest nicht alleiniger Erster. Hm. Der für mich war das Erster im Damage-Meter. Können wir ändern. Na, ziehen wir lieber noch was. Schwer? Lieber. Na, Tentakel und Schwänze. Oh, damit kann ich etwas anfangen. Haben wir doch hier HT gezogen? Jo. Oh no. Ah, das gibt jetzt ein bisschen Damage, oder? Nee? Wären wir oben angekommen, wären wir tot gewesen. Ja. Gut, auf geht's. Naja, ich glaube, als Tank überlebe ich das sogar. 20% macht pro Spieler. Wird das nicht auch durch Rüstung? Ist ja Melee-Schaden, oder? Verringert? Keine Ahnung, was für ein Schaden das ist. Von meinem Hammer. Bonk. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Ich habe genug von euch. Spielt mir den normalerweise mit dem Millimob weg, weil ich hatte schon einige Gruppen, die wollten den ganz gern stehen lassen. Ja, vor allem in Bolstering-Wochen, nimmst du das gerne mit alles? Welchen Millimob? Ach, den unten, wisst ihr, den Tormentor-Kollegen, der die letzte Orb droppt, den meine ich, weil dann hast du ja hier, so. Glaube ich, 50% mehr Millischaden. Weiß nicht. Den Anima-Dude meintest du? Ja, genau. Keine Ahnung, wie die genau wissen. Den Heretic-Wochen würde ich es nicht machen, ehrlich gesagt. Ach, jetzt muss er Ding machen hier. Ja, also weil der haut schon ordentlich raus, der Kollege. Ich glaube, das kann man aber schon machen eigentlich. Ja, also es wird bestimmt gehen, aber dann habe ich schon ein bisschen gelitten. Das Tank hier. Ich habe genug von euch. Komm wieder hoch. Okay, hier steht gut.
hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Kassa den Boss, ne? Dauert so lang. Und gern. Ich habe genug von euch. Das ist zu weit entfernt. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Ich bin außer Reichweite. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Ich habe genug von euch. Na gut, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Jetzt dürfte der Boss gleich tot sein. Ich denke mal, das dürfte hier ganz gut klappen. Kann ich sogar nochmal Inka ziehen. Hütet euch. Niemand entkommt. Können wir sogar nochmal reinkonvoken, ne? Vorhin habe ich eine Eule schon relativ viel Damage gefressen. Ich habe noch eine Wall, das wird wahrscheinlich gehen. Jetzt ziehe ich die Inka durch. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Wenn ich in die Eulengestalt bin, habt ihr gesehen, halb runterhaut. Krasse Scheiße. Ja, vielleicht soll ich das nicht mit der Eulengestalt machen, ist schon ein bisschen risky. Vor allem bei einem, der so viel Mini-Schaden drückt. 4 Minuten, meine Güte. Oh, das war schon ein langer Bosskampf. Sag mal, wenn der Monk da erstes im Single-Target kämpft, dann ist das kein guter Indikator. Wie oft warst du unten? Oft genug. Wieder nur Anima. Ach ja. So, Leute, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Haben wir wieder einen 20er In-Time. Wunderbarst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Key wieder. Euer Teller. Bis dann. Ciao.